Hallo und herzlich willkommen zur 152. Folge unseres Jagged Alliance 2 Let's Plays mit dem 1.13 Community Mod. Ich bin der Palzi. Wir haben zuletzt Joey, den Ausreißer, gefunden, haben danach noch bei Keith, dem Pornodarsteller, in Cambria ein bisschen was verkauft, müssen jetzt noch in San Mona verkaufen. Am Spot steht Hitman. Das heißt, wir sollten dem guten Hitman mal ein wenig Waffen in die Hand drücken. Nicht das da. Und kann ich die irgendwo anders hinpacken? Ich könnte sie erstmal... Ach, ich packe sie nicht ins Inventar. So wie ich mich kenne, vergesse ich die dann. Gegebenenfalls gebe ich sie gerade mal Fox, denn die verschießt ja das gleiche Kaliber. Die ist dann zwar... Oh, oh, oh. Vielleicht nicht gerade Fox. Grizzly hat keinen Platz mehr. Passt mal auf. Wir sortieren da mal nach Name. Und wer ist denn direkt neben Hitman? Hamus. Aber Hamus gehört nicht unbedingt zum Trupp. Also Grunty. So. Das wäre das. Und dann geben wir Hitman aber mal ein paar Waffen zu verkaufen. Was richtig viel gebracht hatte, waren irgendwie Scharfschützengewehre. Und dann schauen wir da mal. Wo haben wir denn besonders... So eine Bison könnte auch ein bisschen was bringen. Nimm mal die angedellte ruhig noch mit. Und dann vielleicht noch ein Knarren. Da eine... Und dann schauen wir mal, was so eine AKM noch bringt. So, Trupp 1. Hitman gehört wahrscheinlich keinem Trupp an, ne? Yep. So, ja. Hitman, dann dreh dich mal und handle mit Toni. Zeig mir, woran du Interesse hast. Erstmal schauen wir, ob er was Interessantes hat. Own 45 sagt mir gar nichts. Schießt auch nur vollautomatisch. Um diese Jahreszeit ist die Auswahl hervorragend. Das ist das Wichtigste, dass die Auswahl hervorragend ist. Die Granaten sind in sehr, sehr schlechtem Zustand. Ja, könnte man reparieren, aber wir sind hier ja gerade unterwegs. Die könnte man einkaufen, aber 250 ist ganz schön ordentlich für eine Handgranate. 187 für Mini. Mündungsfeuerdämpfer, umklappbarer Kolben. Was ist denn ein ZF-42? Welche Waffe braucht das denn? Ich kaufe davon eins mal, weil wir keins haben. So. Lass mal sehen, was wir hier haben. Bringt nicht so viel. Das hat einigen Wert. Ich zahle einen fairen Preis. Das ist auf jeden Fall weniger, als ich gedacht habe. Die Knarre lohnt auf jeden Fall noch nicht. Was bringt denn die 378? Nee, das ist so ein Lückenfüller am Ende, wenn wir noch was brauchen. So. Hier ist deine Ware und dein Wechselgeld. Sehr gut. Ich will mal du weißt, wo du mich findest, wenn du an weiteren Geschäften... Knapp 6.000. Knapp 6.000. Das hier kann eigentlich schon in den Truck rein.
So fangen wir jetzt einfach an. Dann nehmen wir hier mal die 4 Schrotis. Davon haben wir eh ausreichend. Zeig mir, woran du Interesse hast. Lass mal sehen, was wir hier haben. Das hat einigen Wert. Ich zahle einen fairen Preis. 8200? Das Geschäft ist sehr gut. Das heißt, da geht immer noch was. Da geht noch so einiges, würde ich eher sagen. Pack die gerade mal wieder weg. Dann müsstest du eigentlich 5 davon nehmen können. Lass mal die Ankeldengelste zurück. Ja, die Sichtgeräte. Zeig mir, woran du Interesse hast. Lass mal sehen, 700. Was wir hier haben. Das hat einigen Wert. Ich zahle einen fairen Preis. So, wir haben noch 3200. 3200. Hier so eine angedellte Knarre kannst du mal probieren. Was bringen die Kalikos denn? Zeig mir, woran du... 825, das ist ganz ordentlich. Das hat einigen Wert. Ich zahle einen fairen Preis. Das ist 25 drüber, 4 drunter. Wie viel geht denn genau? 3281. Könnte sein, dass wir das hinkriegen. Nein. Will er nicht? Ach nee, 3181. Okay. Dann nimm die mal wieder raus. Du möchtest etwas verkaufen. 2,8, nee, sehe ich im Moment nicht. Da kriegen wir vielleicht was Optimaleres hin. Noch etwas? Wir haben jetzt noch 749. Sehr gut. Wenn wir die richtig angedellte nehmen, gucken wir vielleicht mal, was eine Uzi bringt. Die könnte auch relativ günstig sein. Das da gucken wir uns mal an. Zeig mir, woran du Interesse 749. Hast. 721, das hat ist doch einigen super. Wert. Ich zahle einen fairen Preis. Das ne, 28 unter dem Cap. Dann darfst du auch gleich einzahlen, Hitman. Das sieht finanziell doch jetzt hier hervorragend aus. So, hätten wir das erledigt, es ist 9:01 Uhr. So, das heißt, wir müssen die Leute, nicht nach Auftragnahmeort, jetzt Trupps zuweisen. Wen möchte ich in welchen Trupp haben? Das gibt jetzt Erfahrung auch. Dimitri auf jeden Fall in Trupp 1. Der soll Erfahrung bekommen. Ach, wir können auch Trupp 2 machen. Da muss ich wahrscheinlich weniger umbauen.
Elio auf gar keinen Fall. Bei Iris möchte ich tatsächlich überlegen. Fox, Grizzly, Granti, die gehen auf jeden Fall in Trupp 1. Hamus in Trupp 2, denn der hat fixes Gehalt. Igor in Trupp 1. Aira in Trupp 2. Joey kann in Trupp, in dem Trupp bleiben. Palzi und Mad Dog in Trupp 2. Wolf in Trupp 1. Und dann war noch die Überlegung bei Iris. Er hat Level 2. Hat da sehr wenig Erfahrung. Ich nehme Iris mal mit in Trupp 2, dass der auch zumindest im Level ein bisschen höher kommt wegen Unterbrechungen. Denn über Kills kriegt der ja nun aufgrund seiner Treffsicherheit so gut wie Janusz. So, dann 1, 2, 3, 4, 5. Trupp 2 ist, sind genau 6 Personen. Das heißt, die werden in den Truck einsteigen, damit der schon mal einen Sektor rüber ist wieder. Ist gut. Und der Rest marschiert zu Fuß dahin. Ja, habe ich keinen vergessen, wie schon mal passiert mit Grizzly? Nein. Ich bin angekommen. So. Hab die Stellung eingenommen. Dann könnt ihr jetzt wieder aussteigen und in Trupp 2. Ihr müsst, wir gucken kurz durch die Ausrüstung, denn die müssen ja nun nicht mehr reparieren und dergleichen, dass das alles wieder hinhaut. Hier passt es. Oh, Grunty hat die Muni von Hitman. Bei Grunty. Wo kommt denn der Helm her? Ich habe keine Ahnung. Pack ihn in den Truck, Grunty. Passt. Passt. Knicklicht. Palzi. Und Wolfi. Dann sind wir auch durch und können runter in den, nach dem Inventargeraffel einmal kurz schnell speichern. Und können dann hier Trupp 1, Shift N, Trupp 2, Shift N. Alles klar. Gehen dann mal hier hin und da ist jetzt jemand drin. Schauen Sie sich ruhig um. Angel. Bei mir gibt es nur die besten Lederklamotten. Wenn ich Ihnen irgendwie helfen kann, mein Name ist Angel. Ich habe hier was ganz Besonderes. Das wäre vielleicht was für Sie. Eine Kevlar-verstärkte Weste. Kleidsam und doch äußerst praktisch. Ihnen würde ich sie für $950 überlassen. Ist ja das ein Angebot? Warum nennt er sich Angel, wenn Angel eigentlich die richtige Aussprache ist? Nee, ich möchte die Jacke nicht kaufen. Am besten verhalten Sie sich in San Mona möglichst unauffällig und erledigen einfach nur Ihre Kram. Sonst kann es hier ganz schön gefährlich werden. Es hatte mich ein Vermögen gekostet, einfach nur in Ruhe diese Laden zu betreiben. Ich möchte Ihnen etwas anvertrauen. Ich habe das Gefühl, das könnte die einzige Gelegenheit dazu sein. Meine Schwester Maria wurde vor mehr als einem Jahr aus Meduna entführt und muss seitdem als Prostituierte arbeiten.
Ich bin nach San Mona gezogen und habe diesen Laden eröffnet, damit ich in der Nähe des Bordells Shady Lady bin, wo sie zu arbeiten gezwungen wird. Maria war einmal ein unschuldiges, naives Mädchen. Ich fürchte, das ist lange her. Ich flehe Sie an. Sie müssen sie retten. Befreien Sie meine Schwester aus dem Bordell. Ich gebe Ihnen dafür alles, was ich habe. Ich habe zwar kein Geld, aber ich weiß, wo man welches finden kann. Aber Sie müssen vorsichtig sein. Die Shady Lady gehört Kingpin. Wenn er rausbekommt, dass Sie Maria zur Flucht verholfen haben oder dass Sie seine Männer in einen Kampf verwickeln, wird er uns alle töten. Wirklich schade, dass Sie erst jetzt reinschauen. Vor 2 Wochen hatte ich Schlussverkauf. Die Preise waren drastisch reduziert. Ich habe zu tun. Wenn Sie mich brauchen, Sie mich finden hier. So, Logbuch wurde aktualisiert. Angel, ist es wirklich Angel oder Angel? Aber vor allem, weil nicht Angel. Will, dass Maria gerettet wird. Gut, dann kümmern wir uns darum. Da müssen wir mal in Puff gehen. So, Trupp 2. Nehme ich Trupp 1 mit? Ne, die brauchen wir eigentlich nicht. So, dann können wir Trupp 2 wieder bewegen. Bei Trupp 1 würde ich tatsächlich noch Aufgaben zuweisen, denn wir müssen ein paar Mal hin und her. Wie viele sind denn in Trupp 1 drin? 4, 5, 6, 7, 8. Wobei Joey auch mit dabei ist. Elio ist egal. Muss von denen jemand schlafen? Ja, Elio zum Beispiel. So, Fox. Da habe ich aber das Falsche geübt gerade. Du sollst Kraft üben. So, Grunty. Was haben wir Grunty zuletzt trainieren lassen? Ich glaube auch seine Kraft. Manchmal ist das auch fisselig hier. Hitman, ja, Geschick. Grizzly, Geschick. Igor. Kann auch sein Geschick trainieren. Ach ne, Igor hatten wir ja Führung trainieren lassen. Damit er da mal auf die 20 kommt. Ich hatte jetzt vor der Session nochmal nachgeguckt wegen mobiler Miliz, weil ich vorhabe, die tatsächlich Cambria auszubilden. 40 ist Minimum an Führung, das man dafür braucht. Man braucht Führung von 80, um garantiert Maximum basteln zu können. Und selbst Palzi hat nur 72. So. Igor können wir nichts trainieren lassen und Wolf. Achso, der könnte ja weiter reparieren. Reparieren Gegenstände, da könnten wir auch mal. Hatte Grunty. Wir hatten dann noch einen. Igor könnte auch reparieren, aber den wollten wir ja Führung trainieren lassen. Nee, dann ist es okay so. Und Trupp 2 ist auf dem Weg rüber. Jetzt hier. Was tun? So, Trupp 2, runter im Sektor. Ja, ready. Könnt alle mal hier hin, bis auf Palzi. Mit dem laufe ich hier jetzt zum Tattoo-Shop. Alles klar. Um noch eine Quest abzuholen. Na, wen haben wir denn da? Hallo, Kyle. Jetzt schaut euch diese Muskeln an. Sie sind so hart. Ich wette, du machst Bodybuilding. Ich hoffe, du willst keinen Adler auf deine Schulter haben. Jeder möchte einen Adler.
Das ist so langweilig, so überhaupt nicht en vogue. In dem Moment, als ich dich sah, wusste ich, dass ein Pfau das Richtige für dich wäre. Ein leuchtend bunter Pfau, der seine Federn über deine Pobacke ausbreitet, euphorisch tanzend und doch bestimmt in seinem Auftreten. Es tut auch kein bisschen weh, versprochen. Pfau statt Arschgeweih? Nee, du. Ich möchte nicht bis an mein Lebensende Tattoos machen. Nein, mein großer, starker Mann. Kai Lemmens wird eines Tages seine eigene kleine Lederboutique besitzen. Mit scharfen Fummeln des Künstlers Kai Lemmens. Deshalb habe ich auch diesen Laden von Mr. Klaus gemietet. Ich hatte ja ein Auge auf den Bikershop geworfen, aber leider will dieser süße Angel nicht verkaufen. Aber vielleicht wird sich eines Tages mein Traum erfüllen. Also du bist ein Soldat, ja? Ich? Ein Söldner? Oh nein, ich bin ein Künstler. Tut mir leid, aber du musst später noch einmal vorbeischauen. Gut. Nächste Logbuchaktualisierung. Kyle träumt vom Lederwarengeschäft. So, naja, dann wissen wir ja, was wir zu tun haben. Und Mad Dog darf mal in Puff gehen. So, da das jetzt ziemlich diffizil werden kann, kündige ich an, unter Umständen lade ich nach. So, wen haben wir hier? Ach nee, zum Reden sollten wir vielleicht erstmal nochmal Palzi reinholen. Yeah. Der hat ja doch die bessere Führung. Alle nennen mich Billy. Hallo Billy. Madame Layla ist für mich wie eine Mutter. Billy kann jetzt nicht mit Ihnen sprechen. Ich möchte trotzdem nochmal die Rekrutieren-Variante ausprobieren. Madame Layla hat gesagt, ich muss hier stehen bleiben und aufpassen. Okay. Na dann, Madame Layla. Ah, willkommen in der Shady Lady. Ich bin Madame Layla, deine Gastgeberin. Ich bin sicher, dass du hier etwas oder vielmehr eine findest, die dir gefällt. Meine Mädchen sind alle so ausgesucht, dass wir ein möglichst breites Angebot haben. Tja, Maria ist eins von unseren neueren Mädchen. Ja, sie ist ein wenig schüchtern, ziert sich gern ein bisschen. $400 pro Kopf. Ihr Zimmer ist am Ende des Ganges und geh ruhig hart ran, wenn du willst. Sie mag das. Carla wäre ideal. Von allen meinen Mädchen hat sie die größte Erfahrung. Du könntest sie für $100 pro Person besuchen. Natürlich ist sie nicht mehr die allerjüngste. Dürfte ich dir Bambi vorschlagen? Mal für etwas ganz anderes. Herr Klaus nennt sie eine Laune der Natur. Für $300 pro Mann bietet sie dir etwas, das du so schnell nicht wieder vergessen wirst. Du musst mich zuerst bezahlen, das ist hier so üblich. Na dann nehmen wir Carla für $100, das ist doch genau das Richtige für Mad Dog. Aber hier machen wir natürlich was anderes. So, Mad Dog. Ja. Bringen die zwei mal zusammen und dann bitte $100. Und er steht natürlich falsch ausgerichtet, sieht jetzt Madame Layla nicht. Ich schätze jeden, der weiß, was er will. Sehr gut. Du findest Carla am Ende des Ganges, im letzten Zimmer links. Die Tür sollte offen stehen. So, und jetzt hätte ich gerne noch jemanden, der hier Schmiere steht und die beobachtet gleich. Ja. Mad Dog darf jetzt rein. Nix. Hier Strom hat normalerweise eine Wache rum.
letzte Zimmer am Ende des Ganges. Da ist ein Schlüssel. Aber den zu nehmen. Der Schlüssel ist halt für die Hintertür. Aber die können wir auch knacken. Was mich ein bisschen unsicher macht jetzt, es muss hier irgendwo eine Wache rumspringen. Und eigentlich ist sie immer in dem Zimmer gewesen, jetzt aber nicht. Wird gemacht. Ne, ich will an sich keine Türen knacken. Aktuell noch nichts Verdächtiges hier unternehmen. Nix. Nix. So, wir haben jetzt also nur noch drei Türen und wir haben den Typen noch nicht gefunden, der hier eigentlich unterwegs ist. Hier. Doc, du guckst mal in die Richtung, dass wir möglichst viel sehen. Hier. Iris, du kannst hier mal den Hinterausgang da blockieren, damit da nichts passiert, dass da keiner raus kann. Ja. Ihr könnt Ira. Okay. Nach da. Dahin schauen. Ja. Dimitri. Hier an die Ecke. Hier. Und dann Palzi in die Hocke. Stealth Mode an. Und erstmal Verdammt. Die Tür Sieht so öffnen. Aus, als hätten wir ein Problem. Dann wollen wir mal die Falle entschärfen. Super. Ein Punkt Technik dafür. Verdammter Mist. Verdammter Mist. Verdammter Mist. Ja, du schaffst es aber. Verdammter Mist. Du musst nur häufig genug ausprobieren. Verdammter Mist. Dumm, die dumm, die dumm, die dumm. Verdammter Mist. Verdammter Mist. Na, schafft das doch nicht. Verdammter Mist. Verdammter Mist. Verdammter Mist. Ich bin da wirklich verdammter Mist. Hartnäckig. Es kam noch nicht die Meldung, dass das nicht schafft. Also ist es eine bestimmte Wahrscheinlichkeit und dann ist es nur eine Frage verdammter Mist. Der Versuche. Und des Fluchens natürlich, denn Fluchen hilft ja nun erwiesenermaßen, wissenschaftlich erwiesenermaßen, bei der Erfolgschance bei solchen Tätigkeiten. Falls ihr es noch nicht wusstet. Also Fluchen wie ein Rohrspatz und alles ist super, genau. So, und jetzt gucken wir auch mal. Wir haben ja die Information bekommen, dass Maria da ist, aber wir machen jetzt den Rest auch noch. Verdammter Mist. Verdammter Mist. Verdammter Mist. Mensch, Palzi, streng dich an. Und da ist der Typ gewesen. Ich weiß nicht, ob ihr es gesehen habt, noch in der Kürze der Zeit. Mach mal die Tür lieber wieder zu. Verstanden. Greif dir den Schlüssel. Hier ist es. Ver-
Verdammter Mist! Verdammter Mist! Das schaffe ich nie! Ah, da kriegt er jetzt tatsächlich mal die Info. Haben wir einen Schlüssel? Der scheint sich hier überhaupt nicht so daran zu stören, dass wir... Nichts? ...ihn bei seinen Tätigkeiten hier... Machen wir die Tür lieber wieder zu. Wir haben es erkundet. Was ist das denn? Geht ja mal... Also, nee, ich bitte euch. Also, das geht ja mal gar nicht. Ja, wie es hier weitergeht im Puff, das, liebe Leute, dann aber erst beim nächsten Mal. Ich hoffe, im Bordell, verzeiht mir. Es ist natürlich ein anspruchsvolles Etablissement da für Herren mit gewissen Bedürfnissen. Ich hoffe, es hat gefallen, diese Folge, und ihr seid auch beim nächsten Mal wieder dabei. Und wie immer würde ich mich freuen, wenn ihr ein Like und gegebenenfalls ein Abo dalassen würdet. Bis dann, euer Palzi.